Leute, ich habe eins. Es ist zwar weiblich, aber es ist mir jetzt egal. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich jetzt gesucht habe. Ich habe keinen Bock mehr. Und ich sollte das Mikrofon runterklappen, damit ihr mich auch hört. Ja, ich weiß nicht, was ich will. Hier, nimm deinen Superball. Das wird ja wohl reichen. Eins. Zwei. Nein, Viscora, du bist mies und gemein. Regentanz. Aha. So ist das also. Hyperball vielleicht? Ups. Ein Timerball wird jetzt noch nicht so viel helfen, denke ich. Nein, nein. Eins. Zwei. Drei. Ja! Ich habe einen Viscora. Und ich nenne es Cora. Nein, ich nenne es Marco. Marco, ich hoffe, du verzeihst mir, dass du weiblich bist. Aber ich habe echt keinen Bock mehr. Tut mir leid. Sein Körper ist von einer schleimigen Schicht umhüllt, an der gegnerischen Tritte und Schläge abgleiten, ohne Schaden anzurichten. Und das Einzige, das jetzt gegen uns effektiv ist, ist Eis, Drache und Fee. Ja, Marco. M und dann ein A und dann ein K und dann ein U. Marco. Es heißt Marco, 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 Marco. Na, aber was nehme ich denn dafür? So, ich... Wo denn? Ich verstehe das Itemradar nicht. Ich hab's versucht. Aber es hat keine Chance. Tada. Hallo, Angie. Nein, flieh. So. Willkommen in Romantia City. Hallo. Boing, boing. Hier, nimm diese TM, die ich gefunden habe. Boing, boing. Dankeschön, kleiner Junge. Von Folterknecht getroffene Pokémon werden am wiederholten Einsatz einer Attacke gehindert. Cool, oder? Ja, total. Ich kann mir nichts Cooleres... Ihr habt aber schöne Häuser. Der Bruder von meinem Papa, also mein Onkel, lebt übrigens in der hohen Region. Ja, und da gibt ein neues Spiel. Ist das nicht toll? Oh. Wenn sich ein Arbok häutet, das über die Fähigkeit Expidermis verfügt, stelle ich aus der hinterlassenen Haut Geldbeutel her. Cool. Ich bin der Märchenonkel. Ich habe dir eine sehr geistreiche Geschichte für dich. Na klar! Drei Silben zum Thema Finsterball. Riesen Spaß. Damit machen Kämpfe einfach immer Laune, findest du dich auch? Mit einem Finsterball. Okay. Ein Kleidergeschäft. Yay! Aha, ein Äther. Sehr nice. Nice, nice, nice. Hallöchen. Guten Tag, kann ich dir helfen? Nein. Ich wollte einfach nur mich mit dir unterhalten. Ist das in Romantia City gerade der letzte Schrei? Die Klamotten sind schon etwas schräg, oder? Ich habe sehr viele Bekannte. Die Anzahl meiner Freunde ist aber ein Geheimnis. Die Lieblingsoutfit, die du dir zusammengestellt hast, kannst du auch als Favoriten registrieren. Echt? Eigentlich mag ich die Strumpfhose. Hm. Camouflage. Also, nee. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich habe mir übrigens während eurer Abwesenheit, also während ich so lange nicht aufgenommen habe, aber trotzdem gespielt. Wie mysteriös. Aha. Habe ich ein Pokémon gefangen. Das dürfte mit Marco auf Box Nummer 1 liegen. Und zwar...
ein kleines Datiri, damit ich fliegen kann. So, ich hätte das hier gern dabei. Will ich das wirklich tun? Sie ist meine einzige Macht gegen Giftattacken. Was kannst du eigentlich? Feuer oder im Regentanz? Also ich will auf jeden Fall... Ja, das lasse ich jetzt so. Auf gar keinen PC, Mann. Darf ich ins Pokémon Center? Ja, du sollst sie fit machen, bitte. Ashy will wohl. Aha. Nein, habe ich nicht. Hey, Mann, yo, Mr. Miteinander. Na, was geht? Nein. Vielleicht der wilde Pokémon? Okay, danke. Ja, ja, danke. Ja, ja, danke. Tschüss. Ich zeig euch mal kurz was. Was ist denn neu? Ist nicht der Hut sogar neu? Das rosane Tanktop ist neu. Die Jeans, die ich trage, sind neu. Weiß nicht, ob die Tasche neu ist. Ich weiß das doch nicht mehr. Ja. Ich wollte euch doch nur zeigen, dass ein paar minimale Sachen neu sind. Tut mir ja leid. Ich darf einfach so an dir vorbei. Okay. Weiß ich nicht. Evoli. Mhm. Danke. Okay. Ein Brunnen. Surfen verboten. Oh, eine Pokémon-Arena. Valerie, die Maid aus altem Land. Oh, verstehe, jemand wie du kann sein Potenzial vielleicht voll ausnutzen. Wow, ein Ganganit, fett, dankeschön. Cool. Du hast aber viele Pokémon. Kann ich? Ja. Ja. Die sagt mir, dass mein Pokémon mich liebt. Hallo. Ah ja. Es ist nicht fleißig genug. Im Supertraining oder was? Pieps. Chirp. Okay. Ein Blick auf einen deiner Arena-Ordner verrät mir, was für eine Erinnerung du mit ihm verbindest. Ja. Und was bringt mir das? Es gibt ein berühmtes Märchen über ein Pokémon, das einst ein Mensch war. Die Geschichte erzählt von einem Froxy, das sich in einen bildhübschen Prinzen verwandelte. Aha, als die Prinzessin es an die Wand klatschte. Pokebälle, Pokeballfabrik, Carlos, Supermärkte, juhu! Ich will mit dir reden. Hallo, hallo Lady. Mein Pokémon macht große Fortschritte und wird immer stärker. Pass auf, ich sag dir mal was. Große Dinge sind das Größte. Größer als 3 Meter? Nein, ich glaube Panda groß. Nicht so groß. Gio ist wie immer zu klein. Na toll, Gio. Ja?
Auf der Terrasse. Ja. 1000, ich habe genug Geld. Das hat gut getan. Hallo. Was genau ist ein Nidoqueen eigentlich? Ja, genau das hier. Vielleicht ist dein Pokémon ja so etwas wie der Spiegel der Menschen. Eine Bibel. Ja. Dankeschön, es war sehr lecker. Glaube ich. War bestimmt sehr lecker. Was gibt's hier oben? Oh, die Pokéballfabrik. Ach, Mist. Was hast du für Pokémon? Ach, jetzt kommt erst Kalim, oder? Ich wollte mal Romantia Arena. Nein, Warpoint. Hallo. Fee. Fee? Ich habe absolut Bisaflor gegen Fee. Okay. Hä, wo ist denn Marco? Ach, hier. So, mein kleines Marco-Leinchen, schauen wir mal, ob wir dir irgendwas... Das wollte ich doch gar nicht. Irgendwas Cooles beibringen können. Zum Beispiel... Nein, 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 nein. Plage. 20. Donnerblitz. Sehr nice. Ja. Ja. Ja, Regentanz brauchen wir nicht. Nichts soll damit bestehen. Also gut, links oder rechts? Wie lange ist denn der Part schon? Hallo Mauszeiger. Ich würde sagen, zu Ende. Im nächsten Part wagen wir uns in die Arena. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Tüdelü!